Hey ho, willkommen zu einer neuen Folge My Time at Portia. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und viel Spaß. Tag 9, Monat 4. Ein neuer Tag in Portia beginnt. Auf geht's. Schauen wir, was der Tag heute bringt. Wir sollen mit Albert reden. Er hat Probleme mit seinem Äußeren. Gestern haben wir dazu Sonja und Phyllis befragt und heute werden wir den Albert über das Ergebnis informieren. Mal sehen, was er so sagt. Ansonsten, was steht an? Wir haben gerade kein Bauprojekt. Die Kühe sind groß. Oh, die haben Milch gegeben. Ein buntes Fell. Interessant. Okay, cool. Streicheln. Oh, meine Kuh verschwindet im Schnee. Ich kann sie auch verkaufen. Was kostet denn so eine Kuh? 1821. Nö, weiß ich nicht. Lass uns mal eben gucken. Warum sind denn hier plötzlich so viele Kräuter? Wieso geht mein A nicht? Ich will mal eben zu dem McDonald's hin. Ich glaube, da kann ich ja neue Kühe kaufen, richtig? Ups, falsche Taste. Ich hab's im Moment mit den falschen Tasten. Das tut mir leid, Leute. Danke, dass ihr mich ertragt mit meinem Chaos. Ah, oh, so. Kuhmarkt. Hier, was kostet denn so ein Kälbchen? Ah, 200. Das geht ja voll klar. Wenn man das dann für 1800 verkauft. Oh, wollen wir das mal kaufen? Und wir kaufen nochmal. Ne, 10 ist ein bisschen viel. 2, 3. Ich weiß halt nicht, wie viele bei uns reinpassen. Gute Wahl. Ja, ich will noch ein Schaf. 2. Komm, wir packen das mal bei uns rein. Oh, mit Emily können wir auch nochmal quatschen. Heute haben wir anscheinend Ruhe vor unserer Kürbisprinzessin. Let's talk. Oh, ich würde echt gerne eine Bestellung Kürbistorte essen. Ich kann mich gar nicht an den Geschmack erinnern. Was redest du? Oma Sophie kocht doch ständig Kürbistorte, als wenn du die nicht immer futterst. Jetzt hör mal auf, Emily. Machst aber ein bisschen Drama gerade, findest du nicht auch? So, wir haben neue Kühe. Wie setze ich die hier rein? Tier hinzufügen. X. Falsches X? Nö. X. Muss ich das in die Leiste setzen? Bestimmt. Guck mal. Gegenstand bewegen. Zack. Und die Schafe natürlich auch. Komm, kleines Schaf. Mäh. X. Achso, jetzt muss ich das... Oh, meine Güte, das Spiel will es aber ganz genau haben. So, 2 Lämmer und 3 Kälber. Guck mal, ist das nicht niedlich? Wir haben eine richtige Farm hier. Oh mein Gott, wie das Lämmchen hüpft. So, wir müssen euch alle lieb haben. Oh, wie niedlich. Ist jetzt halt die Frage, ne? Lasse ich die alten Kühe noch ein paar Tage hier oder verlieren die dann an Wert? Ich möchte sie eigentlich jetzt nicht gleich loswerden. Wir lassen sie nochmal da stehen. So, Kupfer aufsammeln. Und wir haben noch Post. Die sollten wir vielleicht auch nochmal lesen. Und wenn der Ack schon mal da ist, direkt mit ihm quaddeln. Ich lerne von Petra mehr und mehr über die Welt. Ja. Sehr schön. Wir müssen unsere Beziehung aufpushen, mein Freund. Deswegen müssen wir jeden Tag reden. So, Post. Von der Handelsgilde. Liebe Handwerker, gestern hast du uns dabei geholfen bei der Inspektion. Ach ja, da war ich ja etwas spät dran. Das lief nicht so gut, die Inspektion. So, auf zum lieben Albert. Ups, schon wieder. Ja, das wird heute nichts mehr hier. So, Albert, lass mal eine Runde quatschen. Keine von beiden ist zu beeindruckt, was? Das sind schreckliche Neuigkeiten. Aber ich schätze, die Kellnerin in Sandfels hat mir irgendwie einen Gefallen getan. Ein charmanter Junggeselle wie ich kann nicht herumlaufen, ohne zu wissen, was die Leute von ihm halten. Das ist wie ein Haus auf einem schlechten Fundament zu bauen. Und da weiß ich es zumindest besser.
Aber danke, dass du für mich herumgerannt bist. Hier ist ein kleines Dankeschön für deine Mühe. Vielleicht sollte ich mal mit Carol reden. Er will es einfach direkt bei der nächsten versuchen. So ein Schlawiner. Hallo, Kiu-Kiu. Süß. Gast, hallo? Was gibt es? Ich wollte einfach nur mal nett sein und Hallo sagen. Wenn du das nicht abkannst, ist es dein Problem, Freundchen. So. Auf geht's. Was machen wir Schönes? Wir haben Dienstag. Können wir einen neuen Handelsauftrag annehmen? Ich bin gerade überhaupt nicht... Ich habe das Gefühl... Also ich bin überhaupt nicht auf dem Laufenden. Und ich habe das Gefühl, wir haben gerade null Aufträge. Täusche ich mich da? Zweimal Flaschenzug... Einzelsitze, Fledermausmasken. Machen wir die Flaschenzüge, oder? Okay, offensichtlich hatten wir echt keinen Auftrag mehr. Hey Phyllis. Du musst trotz des Wetters pünktlich zur Arbeit gehen. Konzentriere dich darauf, etwas über Medizin zu lernen. Ich möchte nichts über Medizin lernen. Du bist doch Frau Doktorin in Spee. Ups. Ach, liebe Leute. So, Flaschenzug. Wo war das denn nochmal? Hier. Flaschenzug. Gibt's anscheinend nicht. Warum? Ich dachte immer, das ist hier. Ah, Flaschenzug. Lagerung brauchen wir. Lagerungen. Haben wir echt keine mehr? Doch, zwei. Oh, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir können ja mal so... machen wir mal 15. Okay. Jetzt sollten wir auch hier doch mal wieder ein bisschen unsere Sachen laufen lassen. Die Frage, was brauchen wir so? Ein bisschen Holzkohle vielleicht mal wieder. Machen wir mal einmal Holzkohle. Hier laufen noch die Kupferbarren. Der hat aber keinen Strom mehr. Hier ist auf jeden Fall noch Aluminium und Edelalu. Aber lassen noch mal ein bisschen hartes Aluminium durchlaufen. Und danach machen wir mal die anderen Sachen hier. Ich hatte echt gespannt, was wir noch so machen können. Haben wir auf der Montagestation nicht noch irgendwas, was wir bauen können? Ich fühle mich gerade so... Ich fühle mich so planlos. Merkt ihr das auch? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sonst war ich so überfordert mit Aufgaben. Und jetzt bin ich gerade so... Lost. Das kennt man gar nicht. Der Bohrer, den müssen wir bauen. Ich bin doch nicht lost. Wir haben einen Auftrag. Juhu. Sehr gut. So, Einzelsitz soll da rein, richtig? So, wir haben das erste Teil eingebaut. Dann brauchen wir die Bohrkrone. Haben wir die in der Tasche zufällig? Stimmt nicht, aber guck mal, das sind diese Motoren, die wir brauchen. Das können wir gleich mal hier hinsetzen. Brauchten wir doch gerade einen Stahlrahmen? I don't know, warte, wir bauen das erstmal ein. Was? Du musst den gegen... Achso, ich hab ihn doch. Hä? Industrieller? Industriemotor. Ist das kein Industriemotor, den ich hier habe? Nee, verbesserter Motor. Hupala! Was ist denn der Industriemotor? Jumbo-Reifen, Stahlhülle, Gummireifen, Schaltpult. I think, es wird ein bisschen schwieriger, als ich dachte. So, das Schaltpult können wir schon mal bauen. Brauchten wir einmal. Gummireifen. Oh, weiß ich nicht. Wie viele brauchten wir? Nummer 4. Stahlhülle. Können wir einfach mal alle machen. Jumbo-Reifen 2. Was ist denn der Industriemotor? Oh nein. Bin ich schon wieder ein bisschen gestresst. Oh nein. Oh nein. Ihr hört heute nichts anderes außer oh nein. Ich sollte vielleicht sogar diese Folge oh nein nennen.
Ja, manchmal hat man solche Tage. Ist so. Auch das gehört zum Leben dazu, liebe Leute. Auch schlechte Tage gehören dazu. So. Stahlhülle haben wir platziert. Jumbo-Reifen haben wir platziert. Gummireifen haben wir platziert. Schaltpult. Oh, wir brauchen zwei davon. Upala. Okay, bauen wir nochmal schnell eins nach. Nicht so schlimm, können wir machen. So, jetzt haben wir zwei. Das dürfte jetzt passen. So, dann holen wir jetzt noch die Bohrerspitze. Ich muss, glaube ich, die Kiste da vorne bei unserer Montagestation hinstellen. Bohrerspitze, wo habe ich dich versteckt? Ist das da der industrielle Motor, der gelbe? Ne, das ist der kleine Motor. Boah, jetzt müssen wir mal die Augen aufhalten nach Spitze und Motoren. Da ist die Spitze. Große Bohrerspitze. Perfekt. So, wer was Motorik. Da ist noch eine Bohrerspitze. Warum habe ich da so viele? Nehmen wir auch einfach erstmal mit. So, was Motoriges suchen wir. Ich habe den bestimmt noch nicht. Oder ich muss den produzieren. Das ist gerade äußerst da. Industriemotor. Ja, das sind die. Den brauchen wir. Juhu, wir haben ihn. Ja, sehr gut. Es wird doch noch, liebe Leute. Motor platzieren. Bohrer platzieren. Wir haben den Bohrer geschafft. Yay! Ich freue mich. So, kann ich den jetzt aufheben hier? Der Bohrer. Wem dürfen wir den Bohrer bringen? Beziehungsweise erstmal möchte ich noch die Flaschenzüge bauen. Wo baue ich die denn nochmal? Hier, da fehlten die Lagerungen. Genau, das war's. Und die sind noch in der Machenschaft. Gut, dann lasst uns doch einen Blick auf die Karte werfen. Genau, Bora, kann ich vielleicht auch mal verfolgen. Dann sehe ich auch, wo wir das hinbringen müssen. Ah, hier hinten zum MINT. Okay, dann fahren wir doch mit dem TÜV-TÜV-Mobil. Einfach der Schnelligkeit halber. Es ist ja auch schon wieder 15 Uhr nachmittags hier. Und wir haben noch einen kurzen Weg vor uns. Also fahren wir TÜV-TÜV. Juhu! Da ist schon unser Taxi. Oh, warum möchte ich denn immer die Fototaste drücken zum Sprinten? Warum? Ich lerne es nicht mehr. So, MINT, ich hab dir da was Großes mitgebracht. Alles klar, ich kann kaum glauben, dass du das geschafft hast. Du hast doch dunkle Magie benutzt. Haha, du bist ein unglaublicher Handwerker. Oh, danke, MINT. Oh, Beziehung plus 20. Vielleicht entscheide ich mich auch noch um und schieß Emily in den Wind. Guck mal, MINT und ich sind doch, sind wir nicht ein süßes Pärchen hier? Guck mal, wollen wir nicht mal ein Foto machen jetzt? Okay, so viel hält er anscheinend davon. Das war's mit dem Foto von mir und MINT. Ich glaube, ich muss ihn anquatschen dafür, richtig? Aber er will kein Foto mit mir machen, dann quatschen wir. Danke, dass du mir immer hilfst. Ich bezweifle, dass Porsche ohne dich auch nur halb so gut vorankommen würde. Oh, das war ein Kompliment. Er mag mich. So, und jetzt? Können wir hier eigentlich rein? Nö. Ach Mann. Gut. Wisst ihr was? Dann laufen wir jetzt einfach hier mal lang und gucken uns hier noch so ein bisschen um. Hier waren wir ja noch nicht. Kann ich das hier abhacken? Höchstwahrscheinlich ist mein Inventar gerade wieder voll und wir finden gleich irgendwelche coolen neuen Sachen,
die ich nicht mitnehmen kann. Oh, Sulfat. Was ist das? Guck mal. Das ist so ein goldenes Steinchen. Was bist du denn? Ist das auch Sulfat? Topaz und Stein. Okay. Da sind wieder die Spinnen. So, wir müssen den Baum hier mitnehmen, in der Hoffnung, dass das vielleicht endlich mal der Zimtbaum ist. Aber ich glaube nicht. Eigentlich gebe ich die Hoffnung auf, den überhaupt irgendwann nochmal zu finden. Level up. Nö, das ist wieder so eine olle Pappel hier. Guck mal, jetzt verprügeln wir die Schlange mit unserem Nova-Schwert. Bam, 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 bam. Und wir haben keinen Inventarplatz mehr. Ich riss da aus. Okay, wir gehen nach Hause. Gehen nach Hause jetzt. Schlechte Laune, so. Jetzt wird die Grummelon, die, oh nein, Grummelfolge. Hauptsache der Bohrer ist da. Jetzt sind gleich die Lagerung fertig. Dann kann ich wenigstens den Handelsauftrag abschließen. Inventar leer räumen. Damit sich der Tag vielleicht noch ein bisschen noch was Gutem anfühlt. Töff Töff Mobil, ich brauche deine Dienste. Bring mich mal wieder nach Hause. Merci. Ich bin gerade etwas abgelenkt. Pardon, mein Handy macht hier gerade nebenbei ein Update. Irgendwie will das nicht so, wie ich das will. Oh, es irritiert mich gerade. Oh, Inventar ist voll. Ich vergaß. Moment. Alles sortieren. Yes, oh, viel besser. Da sind die Lagerungen. Dann machen wir jetzt mal unseren Flaschenzug hier fertig. Flaschenzug. Wie viele brauchten wir? Zwei, ne? Ich kann nur einen machen. Nein, warum? Stahlplatten fehlen. Uäcks. Oh, was haben wir denn hier gemacht? Ganz viel Erde. So, Stahlplatten sind alle. Hau raus. So, jetzt räumen wir hier nochmal ein bisschen auf. Arbeitermütze. Eine gemütliche Mütze, die zum Arbeiteranzug passt. Gesundheitspunkte plus 320. Was macht denn mein komischer Hut hier? Oh, vielleicht sollte ich mal die Arbeitermütze wählen. Ja, cool. Auch nicht schlecht. Passt auf jeden Fall zum Outfit, ne? So, das wollte ich verkaufen, verkaufen, verkaufen. Behalten. Das brauchen wir für das andere. Das brauchen wir dafür. Ja, das können wir eigentlich mal einlagern, verkaufen, verkaufen, einlagern, 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 einlagern. Kein Platz mehr in der Kiste. Die behalten wir nochmal. So, dann haben wir wieder ein bisschen aufgeräumt. Dann würde ich auch jetzt, glaube ich, den Tag für heute beenden. Weil ich merke einfach, ja, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Es tut mir leid, heute ist ein schlechter Tag. Ich denke, ich muss ins Bett. Also, vielen Dank trotzdem fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Tschüss.